So, geht direkt weiter. Einige Pokémon neu auswählen. Ja, definitiv. Das Onix kommt mal raus. Onix hat sich doch als gut bewährt. Rizeros vielleicht. Ja, Rizeros. Aber für wen kommt Rizeros? Für ein richtiges Wasser-Pokémon? Shillock, nee, das sieht ein bisschen doof aus. Shiggy auch nicht so. Ja, Turtok sowieso nicht. Hydro-Pumpe, hallo. Wie oft ist das? Wir könnten Nidoking wieder nehmen, könnten auch Hornbohrer schwören. Steinhagel, Schaufler, Sandwürfel. Irgendwas mit Geofissur wäre nicht mal schlecht. Das sieht gut aus. Enton vielleicht? Ja, nimm mal Enton mit. Oder Entoron. Nee, ist doch nur Konfusion drauf, aber Enton hat ein paar, hat ein bisschen aber was. Aber guck mal, Entoron ist stärker von dem Spezialangriff her. Mit ja. Guten Angriff. Ich nehme mal mit. Ja. Arctos vielleicht. Ja, würde ich ja sagen, Arctos kommt auch raus. Kann mir jetzt nicht helfen. Ich darf in dem vielleicht ein richtiges Pokémon bekommen, wie dem mal. Taubos. Ich wollte jetzt Ibitak sagen. Was hat ein Ibitak drauf? Agilität für Scheiß. Fliegen. Ist der Taubos? Genau, so ein Scheiß. Hyperstrahl. Spiegeltrick hat's drauf, hallo? Hyperstrahl. Ja, Mann, Alter. Fliegendes Hühnchen. Ja, fliegendes Hühnchen, dass das Hyperstrahl einsetzt. Das ist doch gut. Kannst richtig damagen. Weißt du, gleich am Anfang so vor Taubos? Hyperstrahl. Wamm. Boom, Alter. I'm Fire My Laser. Fire My Laser. So, also, wir wissen ja Omot, ne? Alpolo nehmen wir mit und Enton nehmen wir auch mit. Entoron? Entoron. Tech-Elec. Wo ist das Tech-Elec? Zeig dir was. Oh, du Mongo. Kalrati. Du dummes Arschloch. Le Arschloch. Ich hab gesagt, du sollst jetzt das verdammte Ding jetzt mitnehmen, das. Ach, keine Ahnung, wie es hieß mehr. Palm of the Jam. Geh und Pokémon. Woher Peter Stumper? Genau. So, Spezial ist gesunken. Was machst du jetzt, hä? Es macht nix. Okay? Dieses Bodeckel. Komm, Volltreffer. Und es ist. Da. Es hat überlebt. Aber was für einen Rückschuss es hatte. Was passiert denn? Lusche bist tot. So, und jetzt kommt noch sein, egal was jetzt kommt, es ist immer getuhet, KO'd. Ne? Getuhet. Es ist wieder King Nido, das, ja. Ah, ich bin der Größte, aber werden gleich von dir gefestet. Haha. Aber ich denke, kleine Info ist. Und Bura auf, was? Ja, selbst wenn, Alter. Spezialwert ist gesunken. Energiefokus. Ich pumpe mich auf. Ich lache mich so tot. Was sagt hier mein Trainingsprogramm? Was macht er? Ruderzugmaschine. Nidoking ist der Typ, der Ruderzugmaschine macht. Drei Sätze mit je 10 bis 15 Wiederholungen. Noch wie viel Kilo? Ja, je nachdem. 50. Nee, Nidoking ist stärker. Nidoking macht 65. 65. Mindestens. Und Machomai? Ja, Machomai macht, Latzugmaschine. Ja? Aber Latzugmaschine macht das hier direkt, 120 Kilo. Danach macht's Butterfly für den coolen Rücken. Aber Butterfly schafft es nur 45, weil es nicht so viel Kraft im Trizeps hat. Verstehe. Butterfly kann ich selber nicht, da schaffe ich nur so, keine Ahnung, ey. 35 Kilo Butterfly Reverse schaffe ich noch 40. Mit Butterfly muss ich machen, weil dadurch, dass ich auf dem PC sitze, ist meine Körperhaltung leicht nach vorne gebeugt. Na, das ist gut. Ich gehe nicht so ins Hohlkreuz. Hey, guck mal, ich hab's nur mit Omot geschafft. Aber es war am Rande.
Jetzt kommt der Psycho wieder. Psycho Part 3. Alter Schwede. Der nervt mich, ne? Die Schwede? Wo? Ja, der Schweden-Psycho. Blondie. Wie mach ich den denn am besten? Taubos. Ja, ja, wir schon. Kangama. Entoren. Apollo. Ach gut. Schau, da steht Tekkelek. Tekkelek, ich weiß. Mein Gott, was denken die sich dabei? Okay, sollte er mühelos gewinnen. Ich sollte mühelos gewinnen, sagt er. Oh nee, nicht Mustafa. Mustafa. Los, Alter, setz den Hyper Swag Beam ein. Zu früh. Willst du es sonst machen? Spiegeltrick? Nein. Und du fliegst hoch empor. Natürlich fliege ich hoch empor. Da ist es so, Ben. I'm so way above, I can't see my feet. Was machst du jetzt? Fliegen. Mit dem ganzen Körper runter. Und jetzt. Bam. Ja, das hat fast Damage gemacht. Fast. Fast schon ein bisschen. Also ich wäre jetzt dafür, dass du den verdammten Hyperstrahl einsetzt. Ich bin ja dafür, dass ich das lasse. Ich aber bin dafür nicht, dass du das lässt. Ich bin dafür, dass ich jetzt irgendwo fliegen muss, bis er keinen Psychokinesis mehr hat. Du weißt schon, wie viel es drauf hat? Was nun? Das ist das 15 Mal, glaube ich, oder so. Und zum Beispiel Psychokinesis. 10 Mal Psychokinesis. Okay, gut. Ich hab schon dreimal eingesetzt. Rechne mal aus. Du wirst verlieren mit Taubos. Was ist das? Ja. Oh, jetzt ist mein Spezialwert gesunken. Jetzt solltest du den Hyperstrahl machen. Jetzt muss ich Hyperstrahl machen. So, nach dem dritten Befehl zur Weigerung macht das endlich. I'm a fire in my Lisa. Hey, ist das sogar gut gelaufen? Ja. Nur schön, dass Taubos jetzt tot ist. Hey, aber du konntest etwas abziehen gegen diesen verdammten Schwanzlippe. Gegen Musla. Musla, da. Musla. Der schon guckt auch da, ich bin Musla, Mann. Ich hab Bruder, wer macht dich kaputt? Den Schlecki. Ed von Schleck. Ed von Schleck. Das Eis. Kennst du das Eis noch? Ja. Ed von Schleck. Alter Vater. Komm, mach Quapo. Boah, mach Quapo. Der griechische Torkeeper ist nicht mal so schlecht, ne? Oh nee. Alter, sowas hat er gekifft, ey. Das ist der Pedo, ey. Das ist Pedo-Pokémon. Hello, my friends. I want your child. Was nun? Meinst du, gegen Psycho ist effektiv? Bitte. Nee. Aber Spezial ist gesunken, was gut für mich ist. Hello, my friend. Watch it, this. Good night. Fick diesen Google. Wach mal auf. Auf! Wir haben an dich geglaubt. Wir haben an dich geglaubt. Ach du Scheiße. Das war's jetzt. Na, lecker. Du bist sehr effektiv. What? Wir hätten wir bloß Finale einsetzen können. Wach auf. Ja! Es ist aufgewacht. Was? Du Hure. Wer fällt dir nicht ein? Ich weiß, was der vorhat. Der will das Finale wird trotzdem treffen. Du musst treffen, Finale. Volltreffer.
Schiebt dir recht, ey. Boah, ja, aber trotzdem zieht sich ab, Mann. Der gibt Facepalm drauf. Ja, egal. Nur noch egal. So ein Pokémon. Ach Gott, nee, da hast du das mitgenommen. Ich da kann Gamma. Du weißt schon, dass du echt miese Karten jetzt hast. Hm? Du weißt schon, dass du echt miese Karten jetzt hast, ne? Der Kampf geht weiter. Komm, Spank, Gamma, sei schneller. Ja. Wieso? Ich habe jetzt ein 1 gegen 1 mit beiden Pokémon volle KP. Du weißt jetzt nicht, was jetzt kommt. Ich weiß. Er weiß es aber auch nicht. Er weiß es doch. Du hast es doch draußen. Ja, okay, pass auf, jetzt muss Rosanna kommen, dann ist Erdbeben sehr effektiv, ist Steinhagel sehr effektiv. Tegelek. Was soll Tegelek? Tegelek, 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 Steinhagel! Ramm! Genau auf die Schwachstelle! Oh. Ein Donnerblitz. Das war's. Das war's. Das war's. Was ist das? Ein böser, ja, das war's. Wir sitzen jetzt schon seit knapp einer Stunde da und machen nichts anderes außer das. Das ist kein Ernst, das ist nicht fair. Das ist echt nicht fair. Du scheiß grauhaarige Missgeburten-Tussi-Typ / Tokyo-Hotel-Anhänger. Und ab diesem Zeitpunkt fliegt auch kein Gamma raus. Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich okay, gewarnt. Für Kangama brauchen wir noch irgendwie. Wir brauchen ein. Weißt du, ich nehme jetzt einfach nur einen Counter mit, der einfach nur gegen dieses scheiß Lamus ist. Nein. Schon eher, aber nein. Du musst einfach Taubos weiter mitnehmen. Ja, ja, hat sich schon gut bewährt. Hallo, hast du gesehen, wie viel Samus abgezogen hat? Oh, Andreas Samaris hat eine gelbe Karte bekommen. Ja, ich sehe es. Schade. Wieder reingegrätscht ist, Alter. Was zum Fick, ey. Das stimmt nicht mit dem. Hätte schon fast rot geben müssen. Egal. So, auf zu neuen Abenteuern. Die Reise beginnt! Die Reise beginnt! Ihr solltet mit Leichtigkeit zu besiegen sein! Es ist ein Nidoking. Wieso hast du Oma nicht sofort genommen als Anfang? Was hast du dir dabei gedacht jetzt? Das ist kein guter Ball, muss ich nebenbei anmerken. Nein, das war ein guter Treffer, sagt er. Ein guter Treffer. Ein guter Treffer. Du weißt schon, dass das gelungen ist. Psst, lass mich. Was soll er gegen mich machen, hä? Erdbeben? Ich will wissen, was er gegen mich macht, deswegen mache ich es fliegen. Wahrscheinlich Hornbohrer. Also mit Energiefokus für Hornbohrer. Bodycheck. Das ist das nächste, was da näher kommt. Erdbeben geht, was kaputt, hast du daneben geschossen? Was nun? Ja, aber knapp. Das war ein Wunderpunkt. Was für ein Wunderpunkt. Es tut mir nicht mehr im Ansatz weh. Ja, hast du dem jetzt so viel weggezogen? Überstrahl oder wie? Nee, fliegen. Wow, das. Jetzt kommt Überstrahl. Läuft eindeutig. Oh, komm, macht der Purzelbaum.
Super, der ist gut trainiert. Afras! Afras! Wir möchten den seinen super Bodycheck sehen wieder. Hä, wieso muss ich mich doch aufladen? Willst du mich aufladen? Ja, du hast die Runde verbraucht. Was glaubst denn du? Scheiß drauf, ich muss fliegen. Klar. Du Wump. Ja, ein Treffer! Hast du wohl überlebt? I think it's flying shit. Ich steig in den Himmel empor. Der Arena-Fight geht weiter. Ich fress Schokolade. Es fuchtelt wild herum, wie ein Deppi. Oh, jetzt hab ich ihn daneben. Hau es weg! Hau es weg! Und es ist da. Das war Schokolade mit Kaffeegeschmack. Toll. Sollst deinen Ruckzuck-Keep einsetzen. Dann bist du schneller. Was geht ab? Ein guter Treffer. Das hätte sein können, nur 7 KP. Tauboss, ab ins Fitnessstudio. Bump up the jam. Das fehlt gerade mir. Welches Pokémon wird die Arena betreten? Ja, jetzt haben wir gewonnen, jetzt kommt Oma. Oma ist der Zerstörer. Der Zerstörer! Ja! Es fuchtelt wild herum. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer. Dann ist es Croc, siehst du es nicht? Croc. Croc. wenn der Part kommt, ist glaube ich Finale der WM, ne? Oder WM ist vorbei. Könnte sein. Wenn der Part kommt, ist WM schon vorbei. Geht dann noch bis zum 12. Der aktuelle Stand ist 2 gegen 1 Pokémon. Der Kampf geht weiter. Am liebsten wieder mit einem KP, schauen wir mal. So sieht es aus. Es ist sehr effektiv und es überlebt. Nicht. Ich fall um. Ich bin der mit dem Gummibein. Bomb. Okay, jetzt kommt Psychic Joe. Nummer 4. Alter, der ist härter als Pyro. Und da ich auch schon gegen Pyro verloren. Gegen Pyro habe ich nicht so verloren wie gegen den. Ja.